Wie geht's eigentlich so meinen Kloff, Jungs? Immer noch in Traction. Hier wird ordentlich gespart. Naja, Cabinet und Koffer sind auch bald fertig. Kann ich ja schon mal Betten platzieren. Und Türen. So. Die Kerbin ist dann hier hin, die Koffer hier hin. Wir haben wieder ein bisschen Trinken gewonnen. So, wir können jetzt auch die Cabinets platzieren. Und die Koffer, Container. Bis auf den letzten, weil der noch nicht im Lager ist. Und wir haben mal bitte hier dann überall. Ach so, jetzt. Alles bis auf dich. Mal bitte entfernen. Also ja, Stück für Stück channeln. Zum Glück geht das so. Ich will schon die Materials selecten. Und zwar möchte ich gerne Schaltblocks haben. So. Wie sehen denn so meine Dinger aus? Also ja, Dimple Cups habe ich gerade keine Seeds und es ist ja Winter. Ich bräuchte wirklich mehr Farmer, so wie es aussieht.
habe aber schon ziemlich viele Planter. Ja, du bist ein adäquat Planter. Und ihr beide seid nur Vizeplanter. Hm. Gut, auch wenn es für den Anfang nicht da nicht so effizient ist, aber wir haben ja genug Samen. Hauptsache, wir haben mehr Farmer. Also du bist jetzt ein richtiger Farmer. Oh, wir haben Spring. Spring zu haben ist immer gut. Auch wenn wir dann wahrscheinlich bald wieder von den Elfen belästigt werden. Aber ja, Farmer, du bist dann auch noch ein richtiger Farmer. Also ja, Novize ist jetzt nicht so. Bist sogar ein adäquat Bur. Hm. Gucken wir mal, Guck, haben wir nur den einen. Aber, Bur. Haben wir schon drei Stück, okay. Das heißt, den Beekeeper müssen wir noch in einen Farmer umbenennen. Da ist er. So. So, dann setzen wir die noch zum Fertilisen. Wir haben drei Rocknuts. Warum haben wir nur drei Rocknuts? Wie viele Quarry Bushes haben wir? Ah, da haben wir ein paar Quarry Bushes. Hm. Gucken wir mal kurz Labor, das war Agriculture, glaube ich. Oder wem habe ich das gegeben hier? Ja, Plant Processing, okay. Oder hat es noch jemand Farmer? Also Farmer gibt's ja nicht. Sehe, dann gebe ich das unseren beiden Farmern und dem Farmer noch, dass wir mehr Leute haben, die im Farmers Workshop arbeiten. Das kommt jetzt gerade noch recht, die Wild Force of Darkness. Thank you.
Snatcher, protect the children. Also Goblin Tief, ja. Wild Force. Das heißt, meine X-Bow. Bewegen Sie sich bitte hier hin. Oh, shit. Was machst du da zur Hölle? Pull den Lever. Lever. Und, ihr greift den Goblin an. Am besten greift ihr alle den Goblin an. Wessen Blut ist das? Dwarfblood, okay. Der ist verletzt, der Messenger. Habe ich gerade aus Versehen meine Squads? Ich habe gerade aus Versehen meine Squads ausgelöst. Ups. Ja, das war die Band Squad. Ja. X-Bow Leader und General, ja. Das heißt, ich kann jetzt erstmal meine Soldiers wieder hier zuweisen. Drei fehlen noch. Zwei fehlen noch. Einer fehlt noch und die habe ich auch gesehen da. So. Jetzt muss ich noch euch wieder zuweisen. Das sind die X-Bows. Da sind noch drei X-Bows. Da ist noch ein X-Bow. Es ist blöd, dass das immer an den Anfang zurückscrollt. So. Gut.
So gefallen mir die Symbole auch besser. Tja, das war's mit unserem Messenger. Möge er in Frieden ruhen. Schnapp ich mir mal die beiden Trupps und stell sie mal dahin. Wo ist hier der Rest der Wild Forces? Es ist nur noch der eine übrig, alle anderen sind abgezogen. Das heißt, wenn ich die Brücke öffne, haut er ab. Ja, tut er. Das heißt, ich öffne die Brücke auch wieder. Oh, und irgendjemand ist jetzt wieder schlechter gelaunt, weil der Messenger gestorben ist. Ich habe aber Sweet Pot Seeds, ja, ich habe Sweet Pot Seeds. Das heißt, ich kann euch beide wieder wegschicken, aber nur wegschicken und nicht wieder auflösen aus Versehen, so. Ja, was ich noch machen wollte, bevor wir einen Cut machen. Also erstmal. Hier noch einen Koffer platzieren und. Bedrooms assignen. So. Ich glaube, wenn ich Zwerge in Bedrooms gebe, dann sind sie auch ein bisschen mehr froh. Auch wenn bis jetzt noch niemand diese Bedrooms geclaimt hat. Ah, sie fangen an. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle mal wieder einen Cut. Also, Save and Return to Title. Save this Timeline. Dumm, die dumm, die dumm. Und dann sehen wir uns gleich wieder.